Primus Nummer 71 und den werden wir jetzt in Betrieb nehmen. Ein toller kleiner Kocher. Schönes sonniges Wetter, was wollen wir mehr? So, kochen wir mal. Oder grillen. So, hier sind wir. Kamera ausrichten. So, und hier noch ein bisschen. So. So. Sprit haben wir reingetan, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Das ist eine gute Halterung. Perfekt. So. Feuer. Wie heißt das so schön bei Rammstein? Feuer frei. Okay, jetzt geben wir hier ein bisschen. Ganz wenig Power drauf. So. Jetzt gibt es zwar dann eine Stichflamme. Das war genug, dass ich drauf getan habe, aber das macht nicht. So. Aufdrehen. Und so. Ganz aufdrehen. Und man hört schon, jetzt kommt er bereits. Der Restsprit außen verbrennt und dann haben wir dann nur noch die Flamme. Im Prinzip reicht außen schon 2-3 Tropfen, aber da habe ich mich jetzt hinreißen lassen. Unten noch die letzten Flammen, dann ist alles verbrannt außen und hier haben wir eine perfekte Wärme. So, hier können wir ihn jetzt einstellen. Flamme regulieren. So. Nehmen wir einfach unseren tollen Becher. So. Und machen uns gemütlich einen Tee. Jetzt können wir kurz hier draußen einen Blick werfen, wie sieht das aus. Vom Dachboden sieht das so aus, die Aussicht. Der Pool ist noch leer. Ach,
zweieinhalb Minuten bereits der erste kleine. Oh ja, das fängt schon langsam an. Es kocht noch nicht, aber hat schon eine schöne Wärme bekommen. Warten wir noch eine Minute. So, und jetzt nach knapp 4 Minuten, denke ich, haben wir genug. Wir geben hier los. Und es kocht. Nicht schlecht. Knapp 4 Minuten jetzt für diesen Becher. Ich habe noch ein kleines Pfännchen. Da hat circa knapp einen halben Liter Platz. Das geht auch in circa 5 Minuten, ist das gewärmt. Und auch der Tee, der kocht. Oh ja, schön warm. Den genieße ich mir hier jetzt. Primus 71. Ein toller kleiner Kerl. So. Wir schauen jetzt noch mal kurz raus. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schöne Festtage, schöne Ostern. Bis ein andermal. Oh, jetzt habe ich hier den Balken im Weg. Wir schauen hier noch mal auf den Berg rauf. Bleibt gesund, macht es gut, bye-bye. Oh yeah, das ist gut. Tea for two, or two for tea.